Bambus TV ist wieder zu Hause. Schon frustriert. Es ist schon frustrierend, was so im Dschungel passiert. Ja, mein Hut ist nass geworden. Im Dschungel. Ist mein Hut nass geworden. Den Regentanz haben wir heute gesteppt. Den Regentanz. Ja. Eine große Überraschung war heute dabei. Die Blauen hatten wieder ihren Spaß. Die Blauen und die Schwarzen auch. Die Schwarzen fliegen. Die nach jedem Rest der irgendwo übrig geblieben ist, suchen. Meine wunderbare Schere, die hier letztens vorbeigeflogen ist, ja, als Flugobjekt, ich habe den Eindruck, dass meine größten Fans bei der Polizei zu finden sind. Und sie waren so geil auf diese Schere. Sie mussten sie mit allen Mitteln erobern. Mit allen Mitteln haben sie meine Schere erobert. Ich darf sie mir wieder abholen, haben sie gesagt. Ich überlege es mir noch. Die Schere ist irgendwie heilig. Die Fliege, diese Fliege, Alter, ich weiß gar nicht, ich nenne sie einfach Fliege, dieses Objekt, sorry, Alter Gussi, straf dich, Alter, aber, Digga, wie soll man sowas nennen, Digga, ohne Mist, man ist doch sprachlos. Alter. Nun, er hat, das muss man sich vorstellen, also ich stelle mich immer, bei so etwas stelle ich mir immer vor, als würde ich das tun. Und der Akku meldet sich, der Akku hält es auch nicht aus. Oder was? Also, als würde ich das tun. Und ich würde also von jemandem seine Schere am Eingang behalten und würde irgendwie sehen, dass da irgendwie vielleicht noch Staubwolken kleben, ja. Und oh, das ist krass. Erschrecke ich mich. Wow. Das ist Gras. In dieser Schere sind Anhaftungen von Gras. Ich muss die Polizei rufen. Ich stelle mir so ein Telefonat vor. So ein Telefonat. Wollen wir so ein Telefonat mal durchführen, wie sich das anhören muss, Alter?
straff dich, Alter. Wir schaffen das noch. Ja, guten Abend. Ja, hier, Security Fliege. Ich habe Folgendes zu melden, ja. Hier ist ein sehr attraktiver junger Mann reingekommen und hat uns hier eine Schere abgegeben. Die Schere hat aber Anhaftungen von Gras. Würden Sie bitte vorbeikommen und diesen attraktiven Menschen, der da auf der Tanzfläche so wunderbar tanzt, können Sie bitte diesen attraktiven Mann aus diesem Laden herausbegleiten? Und die Polizei: Aber natürlich, klar. Aber natürlich machen wir das. Dr. Fliege Boss. Das machen wir. Wir sind sofort bei Ihnen. Ja, so ungefähr muss dieses Gespräch abgelaufen sein, Alter. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich traurig bin und dass ich, ja, Akku ist leer. Ja, dann halten wir erstmal hier den Maul.